Oh, der hüpft dann dauernd hin und her. Okay, Gegner. Mehrere Gegner. Jetzt ist er. Warte mal, was für Gegner sind das? Ah, Boba. Vielleicht springt der Brunnen wieder hierher. Oh, wer liegt denn da? Mehr als Langschwert. Lol, tatsächlich. Also sehen wir, versinkt es in der Wirbelschmerz. Und plötzlich scheint alles friedlich. Okay. Ich habe gar nicht bemerkt. Ach so, ich hatte schon irgendwo hier Egelholz. Das war wahrscheinlich irgendwie so eine Zutat. Boah, was ist denn das? Wird nicht angezeigt als irgendwas. Sieht aber nach einer Festung aus. Ja, ich mach dir nichts. Ich tu dir nichts. Wobei, gibst du nicht Erfahrungspunkte? Haben mich Wölfe nicht eigentlich angegriffen? Sollte ich wirklich dem Wolf helfen? Fragen über Fragen, die nur ein Schnellspeichern lösen kann. Er ist da, Zweibeiner. Der Geruch von Wasser. Schwach, aber er entgeht mir nicht. Mein Rudel wird erfahren, wie mitfühlend und ehrbar ihr seid. Ich gehe jetzt zurück in die Wildnis zu meinem Rudel. Und ihr könnt euren Weg fortsetzen, aber mit dem Wissen, wie man im Kampf die Stärke eines Wolfes erhält. Und jetzt nehme ich einen großen Schluck dieses Tranks und werde wieder einer der meinen. Tatsache. Und wie war das mit dem Wolf hier? Mit dem Wissen, wie... Ja. Da unten ist gleich schon wieder der nächste Questgeber auf dem Weg. Es hat Erfahrungspunkte gebracht, das war schon mal wichtig. Okay, wer bist du? Und was geht hier los? Ah. Oh, was ist das? Schwer. Verflucht. Zu spät. Aha. Einfaches Schärfen des Heftsteins. Mich irritiert, dass du auf einer so leeren Lichtung einfach so rumstehst. Hey Mädchen. Endlich! Eine Weile dachte ich schon, nur die Kriegsgeweihten würden die Jolwanstraße benutzen. Penry Kell ist mein Name und ich bin eine Reisende aus Berufung. Ich bin keine Händlerin, aber ich hätte genau die richtige Aufgabe für jemanden wie euch. Seid ihr interessiert? Du siehst hübsch aus. Ja, ich bin interessiert. Die meisten Reisenden haben Bedenken, sich mit dem schönen Volk einzulassen. Es ist schwerer zu durchschauen als Menschen und hat weniger Taschen, die man leeren kann. Doch die Balladen der Feinde sind nicht nur Legenden. Ich habe Teile einer Ballade gehört, in der ein prächtiger Rubinring vorkommt. Allerdings brauche ich jemanden, der mir dabei hilft, ihn zu beschaffen. Oh ja, einem hübschen Mädchen mit Zöpfen kann ich nicht widersprechen. Die Ballade heißt Ring und Vergeltung. Ich weiß nur wenig darüber, aber wenn wir sie Schritt für Schritt nachspielen, sollte der Ring zu uns kommen. In der Geschichte bittet eine Maid einen Champion, ihr einen Ring zurückzubringen, der von einem Troll gestohlen wurde. Es mag ein paar Jahre zu spät sein, aber ich werde die Rolle der Maid übernehmen. Und ihr spielt den Champion. Zunächst müsst ihr euer Können unter Beweis stellen, indem ihr wilde Antilopen jagt und etwas mit zurückbringt, um den Troll zu ködern. Okay. Wer weiß? Ihr hättet vermutlich mehr Glück, wenn ihr einen dieser verdammten Feinde danach fragen würdet. Aber es ist nun mal das, was die Ballade verlangt. Ihr findet die Antilopen ganz in der Nähe, bringt sie zur Strecke und nehmt Beweise für euren Erfolg mit. Wir werden sie später noch brauchen. Das hört sich cool an. Möge eure Beute schnell sterben. Diese Quest macht doch gleich mal aktiv hier.
Ja, das ist sie. Bär, Wolf, Elfe? Macht ihr Fortschritte? Wo sind denn hier Antilopen? Da. Nicht ehrenhaft, aber notwendig. Kinderspiel. Ich suche noch eine Antilope. Antilope, Antilope. Die finden wir schon noch. Oder Augen auf. Hier waren wir schon mal. Ich brauche bloß eine Antilope. Ich bin doch mal an einer vorbeigegangen und habe gesagt, oh, ich tue dir doch nichts. Wo war die? Ich laufe hier zurück. Ist ja auch nicht Sinn der Sache hier. Gehen wir einfach mal hier in eine andere Richtung. Ein Bär. Wobei ein Bär ist auch cool. Oh, schaut mal, wie knuddelig er ist. Oh. Ups. Bär, komm her. Oh. Nein, er hat sich Verstärkung geholt. Der Wolf hat da. Was ist denn das? Gold. Der Wolf haut einfach hier ab. Ich brauche noch eine Antilope, verdammt. Da. Oh ja, Chakrams sind geil. So, da haben wir noch den letzten Antilopenkopf. Sehr schön. Halt, da ist ein Schrein, oder? Den nehmen wir doch auch mit. Ja, ein Schutz. Ja, ist immer gut. Schutz kann man gebrauchen. Jetzt habe ich auch die Gegner hier unabsichtlich. Gut.
gut. Der Troll, der in der Ballade den Ring gestohlen hat, heißt Lecker der Beleibte. Ich schätze, er hatte wohl einen gesunden Appetit. Ihr müsst die Trophäen genau so platzieren wie der Champion in der Ballade. Wenn alle an Ort und Stelle sind, müsste Lecker auftauchen. Sobald er da ist, sollte es eine Kleinigkeit sein, den Ring in euren Besitz zu bringen. Ich meine, ihr habt doch schon mal einen Troll getötet, oder? Woher weißt du das? Ihr müsst sie in den Ruinen platzieren. Dadurch wird Lecker der Beleibte aus seinem Versteck gelockt. Und wir bekommen den Ring. Okay. Lebt wohl. Okay. Ja, ich freue mich mal wieder, gegen einen Troll anzutreten. Mit neuen Fähigkeiten. Könnte witzig werden. Oh, cool. Hey. Warum muss ich's? Naja, komm dann. Leckerschmecker, wo bist du? Da ist Leckerschmecker. Der ist irgendwie stärker als der letzte. Oh, hier habe ich den letzten besiegt. Brachialer Gewalt ist bringt schon. Oh, ich krieg Unterstützung von der. Ah, jetzt bin ich genau in den. Warte, so. Oh ja, genau. Da bin ich ein bisschen mit dem Tisch gewackelt gerade. Ring der Maid, initiatives Fahrzeug. Was? Ah, danke, dass ihr euch um Lecker gekümmert habt. Ich hatte natürlich nicht wirklich Angst. Ich spiele einfach nur meine Rolle, das ist alles. Gebt mir jetzt, wo das alles erledigt ist, einfach den Ring und ich gebe euch eure Bezahlung. Ja. Nun ja, nachdem ich gesehen habe, was ihr mit diesem Troll gemacht habt, bin ich nicht sonderlich erpicht darauf, mich bei euch unbeliebt zu machen. Also behaltet den Ring, wenn ihr möchtet. Wie es scheint, nimmt diese Geschichte wohl kein märchenhaftes Ende. Aber ihr würdet einen guten Reisenden abgeben. Ihr seid neu in den feinen Landen, nicht wahr? Wir Reisenden sind Leute ohne Land, Gesetz oder König. Wir gehen, wohin wir wollen und tun, was uns gefällt. Abgesehen davon ist allgemein bekannt, dass wir zu den großartigsten Dieben im Land zählen. Küss einen Reisenden und zähl anschließend deine Zähne, so heißt es. Oha. Okay. Verschwindet! Oh, toll. Nett. Ich habe keine aktiven Quests. Ich bin so traurig. Traurig. Echt so traurig. Ich glaube, das war ganz in der Nähe. Ja. Recht nahe. Bumm. Aber die Stufe noch schnell aufsteigen. Blickrichtung sehe ich. Überzeugung ist eigentlich auch vorbei. Gemmeln schleifen. Ich finde häufiger bessere Scherben. Ja, die sind wertvoll. Ist zwar noch nicht genau für was die gut sind, aber ich kann sie gebrauchen. So, jetzt ein Punkt. Zwei Punkte hier rein. Mal der Flamme. Sphäre des Schutzes. Geringere Zauberkosten. Meister des Chakras. Okay.
Das ist ja auch Gottchen, ach Gottchen. Unbelievable, was es hier alles so gibt. Okay. Ich nehme es einfach mal. Solange sie schützen. Okay, wie mein Schild, würde ich mal behaupten. Das mit den Chakrams nehme ich noch. Und jetzt noch bei Macht etwas. Okay. Das ist aber keine Fähigkeit. Ich denke. Oder was? Oh, Großschwert. Ich möchte ein Großschwert haben. Greife während des Blockens. Neue Techniken. Nehme ich gerne. Ah, jetzt habe ich endlich eine neue Fähigkeit. Hüter, die erste Stufe von Macht und Zauberkraft. Oder die zweite sogar? Nee, die erste müsste es sein. Ich werde zum Hüter. Warte mal, bei Dragon Age wollen wir doch, glaube ich, auch anfangen. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich hab's nicht bestätigt. Ich bin so dumm. Ich habe das gewählt. Und hier Feuer und Chakram. Bestätigen. Hüter. Bestätigen. So, besser. Bom, 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 bom. Ich habe so viel neues Zeugs gefunden. Naja, so stark ist das Zeug jetzt auch wieder, ne? Die Zwillingsseelen sind immer noch die einzigen. Oh, nur 10. Die sind ja bald kaputt. Das kann ich jetzt theoretisch tragen. Aber der Helm ist besser. Besonders in der Kombination mit dem anderen Zeugs. Oh, und ich habe, ganz wichtig, ein neues Accessoire. Ring der Might. Plus 10 Lebensenergie. Yeah. Konsumgut, ja. Instabiler Trank. Nehmen wir. Was hat er jetzt gemacht? Okay. Ja. Von allem ein bisschen. Okay. Akzeptiere ich. Ah, der Troll war doch mal wieder spannender Gegner. Jetzt geht's hier rauf. Da. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt eine Pause machen. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Oh ja. Cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao und danke fürs Zusehen.